Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead. Wir haben den dritten Tag bisher damit verbracht, den Missionsfortschritt weiterzumachen. Ja, jetzt bin ich wieder hier zur Base zurückgelaufen, natürlich offscreen. Hab auch schon ein paar Mats gefarmt, hier einmal die Fallen, die Tierfallen leer gemacht. Jetzt würde ich gerne, weil wir sind ja hier noch nicht so sehr weit fortgeschritten mit den Fallen, und dieses gesamte Bausystem hier, das geht mir so ein bisschen auf die Nerven, wie das aktuell hier läuft. Dadurch, dass die Sachen nicht vernünftig aneinander snappen und so weiter. Das sieht alles ein bisschen unschön aus, überall Ecken und Kanten drin. Ich möchte das einmal ausrandieren. Und zwar hatte ich jetzt bei anderen Leuten gesehen, dass man das relativ einfach hinbekommen kann, indem man die Zombies einfach auf Fundamente drauflaufen lässt und dort die Fallen platziert. Und ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen gefarmt. Und sollte jetzt ein paar Mats haben, sodass wir das Stück, was wir jetzt haben, zumindest nochmal mit Fundamenten nachbauen können. So, gucken wir mal gerade. Floor, Fundament, Bild. Wo müssen die dazu kurz so rum? Ist natürlich schwierig, wenn man nicht sieht, ne? So, aber das geht schon mal, jawohl. Gut. Dann haben wir das erste Fundament da, das zweite da. Okay, das sieht gut aus. Dann wollen wir die Falle mal aufheben. Das hat geklappt. Dann das Fundament wieder aufstellen. So. Und los. Nächstes snappt auch. Sehr schön. Dann können wir hier wieder Hammer auspacken. So, reißen wir mal das alles ab. Achso, jetzt habe ich das Ding schon abgerissen. Naja, gut, geht auch. Das hier reißen wir ab. Und das auch. Cool. Das hier immer alles drumherum abreißt, aber nicht das, was ich eigentlich haben will. So, das haben wir ab. Die Wand kann bleiben. Das hier gefällt mir nicht. Das werde ich auch gleich. Gut. So, dann brauchen wir jetzt erstmal noch ein paar Fundamente. Sie sollen. Und dann machen wir eins. Oh, warum geht das nicht? Ah, okay. Weil ich dazu über dem Boden bin, so wie es aussieht. Das ist ja was. Ja. Ja, das hilft mir ja nicht weiter. Gut, das heißt, ich müsste dann hier tatsächlich anfangen, eine Treppe anzusetzen. Wenn er mich denn lässt. Achso, wegen der Polisade wahrscheinlich. Ja. Gucken wir mal. Hallo. Da unten darf ich, aber genau dran darf ich natürlich nicht. Aber er lässt mich die auch so ein bisschen im Boden versenken. Gut, dann müssen wir es doch machen. Dann reißen wir die Palisade auch noch ab. Dass wir da die Möglichkeit haben, schön zu bauen. Also, das war die wichtige. Nehmen wir die auch noch mit. Jawohl, das hat geklappt. So, dann nochmal Fundament. Den Dingern nach vorne. Ja, der lässt es tatsächlich nicht zu. Okay, dann machen wir es so wie eben schon quasi angekündigt hier mit der. Ist nicht da nicht ganz weg. Im Boden ja. Aber da nicht. Das hilft mir ja nicht wirklich weiter. Ne? Muss ich da vielleicht ein Fundament drunter setzen? Da muss ich ja wieder genau die richtige Höhe erwischen und so. Naja, wir versuchen es mal. So, runter. Ein tiefer geht. Jetzt mal. Und jetzt die Treppe. Ja, aber auch wieder nur mit dieser Eulenkante. Das heißt, ich hätte das Fundament wahrscheinlich eine Nummer tiefer setzen müssen. Gut, müssen wir das Richtige erwischen. Jetzt versuchen zu merken, also die Bänder sind knapp aus dem Boden raus.
So, Floor, Fundament, Bild. Scheinbar gibt es bei diesem Bausystem ja auch Schwierigkeiten. So, noch ein tiefer. Geht. So, und jetzt versuchen wir es nochmal mit der Leiter. Bild. Das hat schon mal geklappt. Ach, jetzt lässt er mich aber trotzdem wieder nicht da dran. Okay. Nee, das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann probieren wir noch mal was anderes. Wenn er das nicht macht, es gibt ja hier noch den normalen Boden. Vielleicht muss er das Ding ja haben, um da dran zu snacken. Stairs, Treppe. Macht er auch nicht. Snippt nicht dran. Das ist ja Käse. Gut. Das heißt also, dadurch, dass ich jetzt die Base hier vorne so hochgebaut habe, komme ich jetzt hier mit dem eigentlichen Plan, den ich habe, nicht wirklich weiter. Das ist ja cool. Das gefällt mir nicht. Warum geht das nicht? Ich darf auch hier nur das Fundament abreißen, das heißt, die Rohstoffe vom Boden sind wahrscheinlich gleich weg. Egal. Da fällt er unter der Boden. Take all. Okay. Stairs, Treppe, Bild. Ach, ein Drecksack. Warum geht es da aber auf der anderen Seite nicht? Dann machen wir es halt so. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da unten die Foundations eingesetzt bekommen. Lower. Weil tiefer. Macht er nicht. Aber ist egal, das reicht mir ehrlich gesagt. So, perfekt. Gut. Wir haben jetzt 18, ich habe genug Mats, dann machen wir jetzt hier wirklich mal den Mega-Demolisher. Ich reiß hier alles ab und dann ziehe ich die Fundamente da unten schön an. Dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Das noch weg, das noch weg. Das Schneidwerkzeug hier vorne können wir schon mit wegmachen. Da liegt schon wieder ein Schwein in der Falle. Geht echt fix. Die Stacheln können wir abreißen. Das wird mir schön den Weg frei haben. Die eine Wand, die lasse ich noch stehen gerade. So. Den auch noch. So, was haben wir hier? Hier sitzt noch der Kompressor. Den nehmen wir auch ab. Da muss ich mal gucken, wie viele Fundamente ist denn so ein Pendel lang. Mal schauen. Floor. Fundament. Bild. Duck. Eins. Drei Stück. Okay. Schusspendel. Pendel haben wir auch. So, jetzt sind wir wehrlos. Steht da noch? Achso, ich glaube, das verschwindet ja wohl. Eins, zwei, drei. Okay. So, das haben wir schon mal. Also ich kann da drauf springen. Jetzt natürlich die Frage, ob die Zombies das auch können. Da geht logischerweise nicht. So, das haben wir. Jetzt wieder ein Kompressor. Kriegen wir alles hin.
Stachelwerfer. Was ist denn ein Stachelwerfer? Nämlich Range. Oh, cool. Ja, machen wir auch, aber nicht jetzt. Ich möchte, glaube ich, noch ein zweites Panel haben, weil die machen richtig Aua, die Dinger. Da hinten ganz dran. Sieht noch gut aus. So. Nehme ich den Boden. Fundament. Habe ich nämlich auch noch was vor. 18 Uhr, ach, ist ja auch reichlich Zeit hier. Kurz mal gucken. Da ist noch Baum dürfen. Ja, dürfen. Schredder. Und zwar schön. Darf ich das in den Kompressor reinbauen? Ist ja cool. Aber so gefällt es mir am besten, glaube ich. Wenn wir da jetzt rechts und links dran vorbei rennen. Jawohl, so, dann haben wir den auch. Sehr schön, können wir mehr Pfeile bauen? Ein Pfeilbeil hätte ich gerne noch. Kann ich das hier irgendwo gucken? Das kann ich so noch dazwischen setzen. Das hier auch zwischen. Yes! Cool, also das baue ich dann dafür hinten mit an. Hier geht's nicht. Doch, da ging's. So. Dass mir hier tatsächlich so ein bisschen die Sicht blockiert. Ne, jetzt habe ich keine Matze. Okay, jetzt habe ich schon. So. Treppe. Das sieht gut aus. So, jetzt halt die große Frage. Liebe Zombies, dürft ihr, könnt ihr, wollt ihr? Reißen wir mal das Ding noch ab. Machen wir die Wand hier weg. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Sieht doch gut aus. So, was kostet mich das denn, wenn ich jetzt hier upgraden will? Ziegel und Zement. Gucken wir mal, ob ich Ziegel und Zement. Was denn? Muss ich bestimmt hier machen. Ziegel. Und Steine. Für Zement brauche ich Kalkstein. Ich glaube, Kalkstein habe ich sogar. Hier. Gucken wir mal, wie weit wir da jetzt kommen. Auf jeden Fall das hier will ich upgraden. So. Und das zweite Upgrade. Steinschale und Nägel. Ist sowas hin? Hier nichts von. Auch nicht unbemerkt, wobei ich hier jetzt mal schnell schon mal hier bin, ne? Ich hatte noch vorhin die Fall. Wo ist das ganze Zeug da? Das sind Knochen, über das rüber. Das ist Fleisch. Fleisch behalten wir mal. Das ist so, dann jetzt nicht vergessen, was ich bauen wollte. Stahlstange. Wie viel brauche ich? 10. Noch 3 Stück und 4 Nägel. Hier. 3. Und Nägel noch hier, glaube ich. 4. Upgrade. Ja, mega. So. Ja, das gibt dann das Ding hier noch. 2 Nägel und bearbeiteter Stein. Wie viel? 3, 2 Nägel und bearbeiteter Stein. Nehmen wir mal hier. 2.
Steine jetzt bestimmt wieder hier. Da. Fehlen Felsbrocken. Noch Zeit, ja, reicht nicht sogar. Eben aus dem schnellen Felsbrocken. Ich mach ein Licht an. Das sind doch diese Dinger hier, oder? Jawohl. Schön, wenn man Testzone käme. Dass wir mal testen können, ob die da durchlaufen. Ich bin mir sicher, dass es auf den einen oder anderen gibt. Was denn, ganze zwei Felsbrocken? Das war ja nett. Was wollten wir machen? Bearbeitet Stein war es, ne? Da. Ich weiß nicht, wie viele ich mache. Ach. Drei. Einer war es noch jetzt. Also drei insgesamt. Ich muss es euch hier. Und Craft. So, jetzt haben wir es mal. Und Upgrade. So, und die nächste Stufe nochmal drei Stangen, vier Nägel. Gucken, ob wir das noch hinkriegen. 2, 3, Nägel und 4 Nägel, das sollte auf jeden Fall gehen. So, damit haben sie zumindest schon mal hier den Eingang in meine Hütte. Aus dem Teil. So, wir gucken nochmal, wie weit wir hier jetzt noch kommen mit dem Hühnerkram. Ich baue mal alle Nägel, die ich kann. Nägel. Oh, das sind noch viele. Oh, das war 20. So, dann gucken wir mal durchkommen. Da geht schon los, die Ziegel fehlen. Was brauche ich denn für die Ziegel? Haben wir noch was? Ziegel. Kann ich noch? Das reicht nicht, aber ist egal. Ne. Gut, gucken wir mal. Brauchen wir Felsbrocken wieder für, ne? Ne, einfach Stein. Stein? Da oben rein. Kleiner Stein und Felsbrocken. Warte mal. Schießpulver haben wir hier. Öl habe ich auch noch gesehen. Schon wieder. Schon die Schuhe geladen zu haben. So, versuchen wir es nochmal. Nee, geht nicht. Brauchen wir Stein für. Gut. Jetzt werde ich mal schnell nochmal einen Schuh fallen. Sehr schön. Hier haben wir wieder ein Schweinchen. Gehen wir noch ein paar Felsbrocken raum. Und hoffen mal, dass noch ein Zombie kommt. Was fehlt? Samen. Natürlich fehlen wieder Samen. Die nicht in Samen. Wir haben noch ein paar Büsche hier. Das ist kein Busch. Ist das mit Heilbrocken? Ja, das ist. Hier schon. Samen, jawohl. So, dann brauchen wir hier noch ein paar Felsblöcke weg. Wir brauchen ja noch ein bisschen was. Thank you.
meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück. Ich habe hier soweit jetzt alles fertiggestellt. Das Ganze jetzt, da ich es leider nicht testen konnte, von außen noch ein Palisaden zugemacht, dass sie auch wirklich nur hier durchkommen. Ja, ansonsten laufen wir einfach mal zusammen durch. Die Musik läuft schon, dauert ja immer einen Moment, bis sie kommen. Ich habe ein bisschen was geupgradet, hier ein bisschen was reingesetzt. Haufenweise Pfeilbeile, Pendel, alles am Start. Hier vorne habe ich noch Stachelfallen. Und wieder die Tür, sollten die Jungs dann noch durchkommen, kann ich hier einfach wie bei der letzten Horde auch schon die Tür zumachen und zusehen, dass ich die von hier kaputt snipe mit Hilfe der Stachelfallen. Zusätzlich dazu habe ich hier noch hier oben den Zaun wieder weggenommen und das Ganze erweitert, so dass ich von hier oben ganz toll und ohne Schwierigkeiten die Fallen nacharbeiten kann. Beziehungsweise auch nachladen kann. Jetzt gucken wir mal, ich habe jetzt natürlich nicht mehr daran gedacht, dass ich noch ein paar Äste sammeln sollte. So mega viele habe ich noch nicht mehr. Aber für den Moment wird es erstmal reichen. Ansonsten haben wir noch ein paar Mollys. Werde ich aber wirklich nicht schmeißen, weil ich habe es nicht geschafft, alles abzubringen. Und ja, dann brennt mir hier die Bude ab. Das muss natürlich auch nicht sein. So, warten wir mal auf die ersten Zombies. Und ja, ich hole euch gleich wieder dazu. So, da kommen sie, die ersten. Was ich eben noch vergessen habe zu sagen, die Armbrust noch aufgewertet auf 2, die macht wesentlich mehr Damage als der Bogen. So, Schredder läuft und sie laufen auch genau durch die Fallen durch. Oha! Gut, also hier oben drauf stehen bleiben heißt, Pendel kriegt mich, das ist nicht cool. Aua! Das tat auch schon weh. Weiß sie gar nicht berechtigt zu essen. Schmeißen wir uns hier mal. Oh, what? Das Zeug geht ja schon richtig ab hier. Was ist das? Schmeißen wir uns hier so ein großes erstmal rein, das reicht mir. So, also das Pendel habe ich hier auf dem Putz und die kommt tatsächlich auch da unten durch, das finde ich cool. Gut, dann werden wir uns jetzt für den Moment erstmal hier reinstellen und werden mal gucken, was es hier so zu gucken gibt. Aber ich denke mal, das wird eine ganz chillige Nacht, weil da sind echt einige Fallen drin. Und ich glaube insgesamt 3 Fallbeile für die Bosse. Hier sind nur 2, aber reicht auch. Schon los. Ach genau, den Kompressor habe ich in der Mitte auch noch drin. Also auch die Bosse dürfen hier mehr als genug Schwierigkeiten haben. Machen wir mal schnell vor. Da kommt schon wieder was. Was kann man denn machen? Was ist das Ding? Doch, ich will das hier einmal nachladen. Das geklappt. Und schnell weg, bevor die hier die Pendelfalle auslösen. Das tut mir nicht richtig weh. Aber es sieht gut aus. Also dieser Schredder macht richtig gute Arbeit. Ja, und das Bauen an sich, das ist ja wirklich einfach jetzt. Wir können dann nach hinten, das habe ich jetzt auch nicht richtig zu Ende gedacht. Ich habe die Treppe da hinten, glaube ich, schon auf Metall aufgewertet, damit sie mir die bloß nicht wegklauen bei Nacht. Die muss ich aber wieder abreißen, weil ich muss ja dann losgehen bauen, ne? Weil sonst geht es da hinten nicht weiter, da ist nämlich der Abgrund. Aber ist nicht schlimm. Mats Farm ist aufgrund der Skill-Erweiterung hier und der Erweiterung der Werkzeuge ja relativ einfach geworden. Das kann ich dann auch spielen, alle wieder zusammen. Das ist aber schon ganz chillig hier, die Nächte, ne? Passiert nicht allzu viel. Nachladen. Das ist einer von den Fallen, glaube ich. Ja, aber das ist schon cool. Also die laufen hier echt mal durch. Der will dann nachher noch, dass ich da hier diese Stachelwerfer hinschmeiße. Muss ich nachher nochmal gucken, wo ich die hinstelle. Ich denke mal, ich werde da außen. Ja, da hinten glaube ich einfach kurz nach oben, da kann ich das besser zeigen. Wir haben ja hier hinten, ist ja der Abgrund. Ich laufe jetzt mal nicht weiter, aber da vorne. Und ich denke mal, ich werde versuchen, am Abgrund direkt irgendwie diese Dinger zu postieren. So dass wir da, dass die Möglichkeit haben, schon früher loszuschießen, sag ich mal. Mal gucken, wie ich mir das mit dem Nachladen. Das hier ist ja relativ cool, also zumindest die Pfeile hier, die Pendel und Schredder und so, die kann ich alle von da oben ohne Probleme nachladen. Für die Fallbeile und
bin ich Schredder Kompressor, kann ich von oben machen. Und Schredder und Pfeilbeine, die muss ich tatsächlich von unten machen. Und auch hier diese Stacheldinger. Aber das sollte auch ganz wohl kein Problem sein. Jetzt kommt tatsächlich die Abschusswelle, das sind die dicken. Dann wollen wir noch mal sehen, wie gut uns sich diese Sachen hier schlagen. Da kommt so ein dickes Viech, ich mache erstmal noch nichts. Okay, die bleiben schön im Steuer stehen. Ja, aber er kommt rein. Oh ne, er steht wieder auf und läuft zurück. Das ist cool. Also die KI ist schon ganz cool gemacht, dass die diesen Fluchtinstinkt noch mal haben. Und sie merken, die kriegen ordentlich eine auf die Lube. Aber in den Fallen ist das natürlich, ja, macht das Ganze wesentlich einfacher. Wenn sie dann einen auf die Nase kriegen und dann einfach wieder zurücklaufen und wieder durch die ganze Falle durch müssen, das könnte man auf jeden Fall noch ändern. Aber so im Kampf im Fallen ist das schon ganz cool. So, ich glaube damit ist die Sache erledigt. Das war ja tatsächlich überhaupt keine Herausforderung, muss ich sagen. Also dieses Setup ist ganz cool. Ich werde morgen die Upgrades nochmal machen. Das mache ich aber natürlich alles offscreen. Und das war bis hier vorne hin zumindest feuerfest sind. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, ob ich eventuell einen Flammenwerfer zusammengebastelt kriege. Das wäre schon mal eine coole Sache. Und wenn nicht das, zumindest mal mit ein paar Mollys. Dass wir hier noch ein bisschen mehr, ja, Action reinbekommen in die ganze Geschichte. Super, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!